1200. Um diese Zeit hat sich das Bergwerk in der Grafschaft Mansfeld nicht weit von Heckstedt angefangen, da zwene Bergheuer, deren einer Necke oder Neuke, der andere Napian mit dem Zunamen geheißen, die ersten Schiefern gelanget. Und als dieselben in der Probe recht befunden worden, ihr Vermögen und was sie gehabt drangewandt und also das Bergwerk zu bauen angefangen. Nachdem die hohen Staufen 1215 die Grafen von Mansfeld mit dem Bergbau belehnt hatten, dessen Gebiet umfangreicher war als die Grafschaft selbst, erweiterten die Mansfelder Herrschaft und Vermögen. Ans Kreuz des Bergs.
und Bankett, das stellt sich teuer. Die Herren, die den Rahmen vom Topfe schlürfen, sind Herren des Werks, denn ihrer sind die Feuer. Das heißt, was mein ist mein, was dein war, das wird mein. Und wer den Rahmen schafft, steckt auch noch den Topf samt Inhalt ein. Das Hedstädter Kupfer war halber Städter Lehn, da hat Busso von Mansfeld es für seinen Sohn vorgesehen. Er kauft Kupfer mit Kupfer, einen Bischofshut dazu, 400 Schockgroschen nahm er aus der Truhe. Nach Groschen aus Kupfer war er geil wie ein Bock, kaufte die Herrschaft Schrapplau für 200 Schock. Die Braunschweiger wollten Falkenstein haben, da schlug Busso die Hedstädter tot. Es waren Bergknappen, alles arme Leut. Busso von Mansfeld hat es nicht gereut. Er kaufte die Stimmen bei der Bischofswahl. Die Braunschweiger korrigierten die Wahl mit dem Stahl. Groschen rollten über Magdeburg nach Rom, da nannte der Papst Busso würdig und fromm. Dann haben die Braunschweiger Kloster Helka zerstört, das machte Busso nichts aus, es hat ihm nicht gehört. Er kaufte die Ruine für ein Pappenstiel, wer hat die Würd gegeben und so mehr wird ein Viel. 1347 in der Christennacht hat Busso die halbe Städter niedergemacht. Der Papst hat Bussos Sohn zum Bischof ernannt, die tot geblieben sind unbekannt. In Augsburg bauen sie Musketen.